Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern Mitarbeiter. Bin auch mal so gut zu denen. Ich muss noch mal einen nackten Mann aufstellen. Können Sie bitte Ihr Gesicht aus... Also, muss das sein? Du Perverser. Hallo und willkommen beim Kleidungsgeschäftssimulator. Oh, das war ja perfekt mit der Musik, die auf einmal anfing. Die Vollversion ist veröffentlicht, aber wir spielen, das war nur ein Prolog, oder? Ich schaue mal. Ja, es ist nur der Prolog. So, was heißt wieder aufnehmen? Unser Spiel wurde als Early Access veröffentlicht. Sie können unserem Discord-Server beitreten, um Fehler und Vorschläge zum Spiel zu melden. Ja, gut. Wir schauen einmal die Einstellungen. Ah, so viele Einstellungen. Das ist bestimmt zu hoch. Das ist okay. Oh, German. Komplettlösung. Okay. Harte Schatten. Ultra. Oh, dabei fällt mir ein, ich habe immer noch nicht meinen PC sauber gemacht. Ultra. Okay. Werfen T, Transport und Baumodus E, öffnen und schließen der Box F, Waren verkaufen R. Okay, warte mal, T, E, F, R. Auf Tastaturung T, E, F, R. T, E, F, R. Okay, ich versuche das mal. So. Jetzt verfügbar, ja, sehr schön, neues Spiel. Bin gespannt. Ich glaube, die Peri hat das gefunden. Was ist das da für eine... Moment. Ein Moment. Ich will wissen, was ist das da? Tja. Ah! Da war noch ein Menü offen. Bevor das irgendjemand triggert, also mich triggert das. Willkommen! Sie machen den ersten Schritt auf Ihrer Reise vom kleinen Laden zum wichtigsten Modezentrum der Stadt. Kaufen Sie ein paar Produkte, füllen Sie die Gänge und beginnen Sie mit dem Verkauf. Ihre Verkaufspreise müssen ausgewogen sein. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden, steigern Sie den Umsatz, verbessern Sie Ihr Geschäft. Gehen Sie nicht bankrott. Mal gucken. Arbeiten Sie hart und haben Sie viel Spaß. Okay. Lernprogramm. Gehen Sie an den Computer und bestellen Sie Ihr erstes Produkt. Kann ich... Achso, ich war mit dem Finger noch auf T. Das sind gute Spiele. Ich kann springen. Ich kann springen. Ja. Oh, das gibt es in der Vollversion. Wir haben 9 Uhr morgens. The Box in a Box Company. Box in einer Box. Firma, hier ist doch offen. Ich sehe das doch. Okay. Ich muss erst Quatsch machen. Wo ist eigentlich der Ton hin? Ich habe doch Musik. Aber bitte nicht. Bitte nicht wieder so ein verbacktes Tondingens spielen. Hallo, ich häng fest. Oh, oh. Ach so, ich stehe im Blumenkübeln. Also, falls da kein Ton mehr kommt, werde ich wieder eine sehr schöne klassische Musik darunter legen. Oder ähnliches. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Dupdi-dupdi-du. Was ist das? Oh, was ist denn hier los? Wieso kann ich da nicht rein? Ach Mensch, jetzt mich doch mal gucken, was können. Please stay 6 feet apart. Nee. Will ich nicht. Ich will keinen Abstand halten. Ich will da rein. Muss mir das erst alles angucken. Oh. Auch Menü. Nun gut. Gehen Sie an den Computer. Achso, dupdi-dupdi-du. Den Computer? Ja. Bestellen Sie Ihr erstes Produkt. Großhändler. Oh.
eleganter. 10-mal Frau-Kleid, 10-mal Frau-Hemd, 10-mal Frau-Rock. Was bestellen wir denn? Wir bestellen Frau-Kleid, weil kostet Aktie. Er kostet 200. In den Warenkorb. Oh, das ist schön, dass das hier oben. Ne? So, wir bestellen unser erstes Produkt. Ja, da. Huch, mein Ohr. Ihre Bestellung ist angekommen. Oh, das ist ja ein schnellerer Lieferant als in dem Supermarkt-Simulator. A grocery store. Okay, stellen Sie Ihr Produkt in die Regale. Ich finde es ein bisschen nervig. Wenn ich vorlaufe, bin ich schnell. Sobald ich dabei schräg laufe, bin ich wieder langsamer. Rückwärts auch. Ich kann nur vorwärts schnell sein. Ding, 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 ding. Legen Sie den Produktpreis von Ihrem Computer aus fest. Produkte? Preis. Sieht besser aus, ne? Von der Marktpreis. Öffnen Sie jetzt Ihren Shop. Hier? Da? Oh, ich stehe an der Kasse. Komm ich hier? Okay. Ah, ist das von draußen? Okay. Während ich warte, muss ich mal eben, ich habe einen Verband in meinem Arm, weil der seit dem Kacke-Simulator wehtut. Nicht nur wegen dem Kacke-Simulator. Huch, Entschuldigung, Kacke-Simulator, aber dann habe ich ein klein bisschen Salbe und Verband drauf. Und der stört mich jetzt aber hier. Na, gute Frau, Sie haben ja sehr wenig an. Das ist ja ein Kleid, wäre ja eigentlich dann eine gute Idee, ne? Oder zwei. Oder drei. Ich habe den Verband noch nicht ab. Oh, okay, Leute, ich bin am Weg. Clothing Simulator. Oh, Gott, ich wieder mit Kasse. Was muss ich tun? Legen Sie die Produkte in die Einkaufstasche. Okay. Oh nein. Nein. Habe ich doch. Space. Oh, jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Es erwartet Sie ein spannendes Abenteuer in der glamourösen Welt der Mode. Mal sehen, ob Sie Ihr Geschäft zum Modezentrum der Stadt machen können. Okay, das ist ja super. Einfach nur reinpacken und die Leertaste drücken. So, lassen Sie sich Zeit. Ich muss noch ganz kurz hier abwickeln. Wieso kauft man denn ein und dasselbe Kleid mehrmals? Also ich meine, bei einem Top oder so. Ja, also viele machen das ja auch nicht. Ich habe ein Oberteil, das habe ich in zwei verschiedenen Grautönen, die sich aber recht ähnlich aussehen, und einem Rotton. Und ja, okay. Ah, das habe ich auch mehrmals gekauft. Was stand da gerade? Oh, Sie kaufen ein Kleid, das ist sehr schön. Ja, wir sind nämlich auch... Wir grenzen kein Geschlecht aus. Eleganzer Frau Rock, dieses Produkt ist nicht verfügbar. Ja, Entschuldigung, dann nimmst du halt ein Kleid. Das steht dir bestimmt auch gut. So, bin jetzt gleich hier abgewickelt. Mensch, oh, ich hab nichts mehr. Ah, so. Komm ich hier wieder weg? Achso. Nee, warte mal. Ich hab hier gerade nichts mehr. So, dann, nee, Moment. Was ist denn mit hier Kleiderstange oder so, weil ich... Ja, Leiter. Ich habe ja jetzt hier nur ein Regal. Ich hole jetzt alles. Ach, guck mal hier, Möbel. Eine Umkleidekabine. Okay, ja, das passt. Was habe ich geholt? Auf was kommt das denn? Das wird doch bestimmt irgendwo nur hingelegt, ne? Wahrscheinlich hier drauf. Und
Was ist hier los? Ein Schweißhemd. Frau Keuchen. Frau Kurz. Okay. Design Workshop. Okay, Möbel. Also ich nehme einfach das hier. Dann schaue ich mal, was passiert. Aber ich möchte gerne noch eine davon haben. So. Ich kaufe erstmal bitte. Wieso stellst du meine Ware mitten auf dem Weg ab? E tragen. F öffne die Box. Okay. Okay. Hier ist vorne. Hier an der Scheibe, damit auch jeder zugucken kann. Nee. Hä? Oh. Drücken Sie N, um einen neuen Tag zu... Nee, ich möchte das... Okay, besser. Was ist eigentlich mit der Box? F öffnet die Box. Na? Warte mal, wo ist hier vorne? Ich sehe das nicht so gut. Das da ist vorne, ne? Sehr schön. Ich möchte gerade keinen neuen Tag beginnen. Wo ist denn hier vorne? Ist das egal? Hoffentlich werden meine Sachen nicht überfahren. Okay. Ah, guck mal. Sehr interessant eingepackt. Hier kann ich nicht gedrückt halten. Ja, das ist jetzt die Frage. Wohin damit? Platzieren Modus? Okay, ich weiß nicht, ob ich sie verkaufen kann. Kann ich wieder aufmachen eigentlich? Geht das? Ist hier da was? Shipping Office. Ich glaube nicht. Ja, dann machen wir einen neuen Tag. Oh. 8 Kunden, zufriedene Kunden 6. Ja, die anderen zwei, die wollten einen Rock haben. Produkte konnten nicht gefunden werden. Ja. Teure Dinge 0. Tägliche Verbesserung. Ladenebene, Gesamtumsatz, Versorgungskosten, Miete. Oh, ich muss Mietungen und Rechnungen zahlen. Neues Gleichgewicht. Kennen Sie den neuen Tag? Okay, dann auf geht's. Warum ist das hier die magische Grenze, dass Kunden hier nicht hin dürfen? Guten Tag. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ach, was habe ich das gehasst früher. Das habe ich ja schon mal erzählt. Oh, sie probiert das erst an. Ob sie das zufriedener stimmt? Das ist aber eine hässliche Decke, ne? Ich hoffe, ich kann das ändern. Na, sind Sie zufrieden? Sah gut aus? Ja, das ist ja frei. Kann ich Mitarbeiter ein? Nein, ich muss den Scheiß selber machen. Ich meine natürlich die Arbeit. Guten Tag. Denkst du, es seien hier alle mit Karte?
automatisch mit Lebenspunkten, keine Ahnung. Was macht sie da? Gute Frau. Unser Geschäft endet hier, was? Ja, es tut mir leid, dass ich keinen Rock für dich habe. Ich brauche Stufe 2. Entschuldigung, gute Frau. Kann ich Ihnen helfen? Was gibt's denn da? Ich glaube zumindest, dass ich Stufe 2 brauche, damit dieses Regaldings da, Kommode, ich weiß nicht, was es ist, holen kann. Ich habe Stufe 2. Zurück. Großhändler, Möbel. Stufe 3 brauche ich. Was ist das hier? Könnte es sein, dass das hier dann auch hin kann? Ich hole das einfach mal. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ist ja fast wie zu Hause. Dass die Kartons irgendwo liegen, wo sie nicht hingehören. Ja, das war ja sehr. Sag mal, was passiert da? Was soll denn das? Was machen die denn da? Was ist denn da euer Problem, dass ihr mir hier die Sachen durch die Gegend schmeißt? Hier. Ich kann es auf einen Bügel hängen. Und das war's dann auch schon wieder. Wie kann ich es werfen? Tee. Oh, Tee? Nein. E. Ja. Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben. Ja, jetzt hängt der Rock hier. Seid ihr nicht existent? Warte mal. Kommt ihr hier nicht weg? Geht's besser irgendwie? Geht's besser? Geht's besser? Hallo, ich möchte gern den Laden schließen. Eine Frechheit. So. Wenn der nicht geht, dann bleibt er halt hier, während ich hier umgestalte. Ne? Kann ich nicht weiter. Na, es muss ungefähr den gleichen Abstand haben. Nee. Ja, halbwegs. Da haben wir was gekauft. Kann ich noch was nachhängen? Nein. Wir machen erstmal einen neuen Tag und dann bestellen wir mehr. $50 Miete nur, ne? Aber dafür so viel Kosten hier. Für eine Rechnung denn? Ein bisschen mehr, Transparenz vielleicht? Oh, ist auch wieder offen. Was liegt denn hier? Kann ich euch dazu hängen? Nein, natürlich nicht. It's open. Ja, was gibt's denn noch hier so?
Ach so, ich könnte ja mal... ich gehe Preis runter, ist alles reduziert hier. Was? Was für ein Hemd? Warte, warte, ich habe nicht gesehen. Eine ganze Frau Hemd dieses Produktes. Oh. Okay. Ich kaufe neu. Ist hier Expresslieferung. Ja, 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 ja. Alles gut. Da, 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 da. Ist es da? Oh, wann habt ihr denn die Röcke hier? Warte kurz. Ich muss noch kurz Kleid. Ich hätte gern Mitarbeiter. Bin auch mal so gut zu denen. Jetzt mal bitte Stufe 3 erreichen. Ja, danke. Schönen Tag noch. Wie schnell bist du mit dem Aussuchen? Kann ich noch was kaufen? Möbel. Marken. Was ist Marken? Ein Geschäft machen? Soll das Werbung sein? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Oh. Ich das nicht dazu hängen, Mensch. Aber ich könnte einfach den Kram schon mal. Auf die Straße liefern lassen. Das habe ich genau gesehen. Das ist ja eine Frechheit. Das war damals auch so ekelhaft, wenn die Leute die Sachen in der Umkleidekabine auf den Boden geschmissen haben und da mit Stinkefüßen rumgelaufen sind. Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt die Lust auf Shoppen verderbe, aber ich hasse Shoppen und ich finde es echt eklig. Und du musst dann die Stinkeklamotten wieder vom Boden aufheben, auf den Bügel packen und wieder aufhängen. Außer sie sind wirklich verranzt. Dann... ja nicht, aber meistens kommen die wieder drauf und wieder in den Rundständer. Ich könnte die Klamotten hier mal reinholen. Kann ich das? Nee, ich kann nur so. Und da ist mir klar geworden, was ich so anprobiere, das haben eventuell ekelhafte Menschen vorher angehabt. Boden geworfen. Deswegen bestelle ich lieber online. Weil wenn ich im Laden bin, dann probiere ich es nicht an. Dann kaufe es und es wird zu Hause gewaschen. So, oh, das muss ich hier mit drauf stapeln. Das ist da. Okay, ich habe immer noch Stufe 2. Gut, neuer Tag. 3 Sekunden, eine. Ich bin teurer. Woran? Was? Ich würde gerne meine Decke ändern. Das könnte man auch. Hm.
Achso. Open bitte. Du. Wir können gerne ein klein bisschen Fahrt aufnehmen. Was guckt dir durch die Wand? Guten Tag. Na, gefällt Ihnen das nicht? Die Klauter. Piep, piep, piep. Ja, ich kann es doch abhängen. Ich habe doch gerade eins abgehangen, oder? Ich weiß nicht wie, aber. Mit rechts. Mit rechter Maus. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gleich beschworen, dass ich mehr Fahrt haben wollte. Ich habe Stufe 3. Möbel. Also ich möchte einen Schrank, ich möchte einen Mann, ich möchte eine Frau und ich möchte einen Stand. Dann bin ich bald pleite. Ist mir egal. Bitte schön, Sir, Ihr Kleid. Und für Sie, Sir, ein Kleid, ein Frauenhemd, noch ein Frauenhemd. Ich hole da mal meine Möbel von der Straße. Ich glaube, das sind diese Dinger, die man hier so am Eingang hat. Ja, so. Kommen da die Püppchen drauf? Sie können auf jeden Fall da drauf. Sie ist nackt. Ich hoffe, das macht euch gerade nichts. Ich ziehe auch direkt was ab. Ja, das geht sogar sehr schön. Röckchen, Hemdchen. Oh, ich eile. Ich muss noch meinen nackten Mann aufstellen. Einen Moment bitte. Hoffentlich hat er keinen Schnippi. Wo ist das Pixel? Nein, hat er nicht. Oh, ist schon wieder ein neuer Tag? Ja, kleinen Moment bitte. Ich wusste nicht genau, ob sie wirklich drauf passen. Kann ich ihm? Also ich finde, das muss sein. Gleichberechtigung und so. Ankleiden. Hallo, die ganzen Männer kaufen das doch. So kann ich dir keinen Rock anziehen. Kann ich dir ein Hemd anziehen? Auch nicht. Das finde ich jetzt aber nicht fair. Achso. Okay.
War noch was, ne? Was habe ich denn da? Ach so, ein... Ein Regal. Ist noch nicht hübsch, ne? Aber... Okay. Ja, dann. Neuer Tag, neues Glück. Alle waren zufrieden. Gartenebene. Ist das mein Level? Wahrscheinlich, ne? Ebene, Level. Gesamtumsatz, Versorgungskosten. Okay. Neuer Tag. Wir haben geöffnet. Die Decke sieht scheiße aus. Wir haben geöffnet. Ihr könnt kommen. Ah. Gute Frau, Sie brauchen einen Rock. Sie haben nämlich keine Hose an hier. So. Bedecken Sie Ihren Popo. Ja, Röcke, genau. Ja, super Idee. Habe ich doch genau gewusst. Noch erkannt. Sie brauchen ein Oberteil. Ja, Kleid geht auch. Sehr schön. Besuchen Sie uns bald wieder. Kann ich eigentlich neue... Wann kann ich nur diese Produkte verkaufen? Das finde ich aber nicht so. Ich weiß, es ist ein Prolog, aber... Stufe 4, Puff, Import. Ich weiß nicht, was das ist. Mann, Keuchen, Mann, Schweißhemd, Mann... Das... Warte, das machen wir jetzt. Mann, 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 kaufen. Oh. So. Ich kann dich endlich anziehen, das ist ja... Okay. Warten Sie ganz kurz. Ich habe noch ein paar Holzfällerhemden. Wir müssen hier erst hin. Ich bin da. Was für ein... Oh. Ja, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Dafür gibt es jetzt Jeans. Ich muss das irgendwie... Ja. Irgendwie ein bisschen umdisponieren. Dann hast du halt kein Kleid. Ja, statt dem Kleid hast du doch jetzt was anderes gekauft. Mein Gott, dann kriegst du mit dir ein blödes Kleid. Huch. Ich habe keinen Platz für das Kleid. Ich euch halt hier hin. Und jetzt habe ich keine Röcke mehr. Oh. Piep, 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 piep. Oh, ich glaube, Sie sind mein letzter Kunde. Kann das sein? So. Was haben wir denn hier? Ein Kleid. Ach so, da ist nichts mehr frei. Gut. Nein, ich meine... Okay.
Ich brauche mehr Ständer. Haha, ich habe Ständer gesehen. So. Möbel. Und zwar, guck mal, ich kann einen Pott kaufen und einen Puff. Das ist so die flauschige Warteecke. Immer wenn andere Leute, mit denen ich schon mal was angeprobiert haben, ich muss mich setzen. So, davon noch einen. Warum sollte ich noch eine? Ich kann doch keine Dingens holen hier. Einen davon. Und noch einen davon. Und das hier. Und ich. Also Geld habe ich jetzt nicht. Erstmal so hier. Und Hermes ist hier direkt schon am Start. Schatte. Wishlist on Steam. Ich auch, ne? Ja, habe ich doch gemacht. So. Wir machen das jetzt mal. Ein bisschen hübscher, auch wenn die Möbel nicht so zueinander passen. Und zwar. So, hier ist Männer. Dann kommst. Na, kommst bitte mit, danke. Hier steht die ja meistens, ne? Na, damit man das von draußen auch sieht. Ne? Was haben wir hier? Okay, Frauenkleider. Erstmal alle mit hier. Bitte. So. Achso, dann habe ich hier noch. Was haben wir hier noch? Was habe ich geholt? Ah, okay. Sinn, das dahin zu hängen. Nee, ich mach das hier. So. Also auch wenn er jetzt hoffentlich durch mich Musik hört, ich habe immer noch keine Musik im Spiel. Also ich schaue mir auch den Ausschlag an, er ist einfach null. Auch Springen hat keinen Sound. Nichts. So, also, ich habe dann noch ein paar Männerklamotten. Ich mache erstmal einen neuen Tag. Ja. Direkt öffnen hier. Ich bin draußen an meine Klamotten. Es hat gezuckt. Es hat gezuckt. Ich habe es gesehen. Stufe 4. Also eigentlich müsste ich von allem noch mal ein bisschen holen. Ich weiß ja nicht, ob ich... Nee, so viel Geld habe ich nicht. Dann alles noch mal weg. Frachtpreis, warte mal. Ach so, er kriegt dafür auch Versandkosten. Mhm. Ich möchte einen Pott haben. Ich leg den nur schon mal rein. Ich möchte auch einen Puff haben. Oh, hallo. Ja, wenn ihr mit mir reden würdet, dann wüsste ich ja auch, dass ihr da seid. Das sind nur Ausstellungsstücke. Oh, der Mann hat keine Hose an. Das habe ich wohl vergessen. Deswegen hat sie da so gestanden. Okay, also wir brauchen Pullover. Pullover, Kleid und hier hängen gehabt. Noch nichts, ne?
Pullover, Kleid und Röcke. Nee, Röcke habe ich da. Eigentlich von allem nochmal. Ja, kauf mal hier ein bisschen, dann kann ich was Neues holen. Einfach alles da rein. Kann ich mir gerade noch nicht leisten. So, kannst du bitte was kaufen? Sehr schön. Was jetzt kaufen? Ja. Man gar nicht, okay. Stein kann ich stapeln. Was? T-Shirt? Luxline Frauen? Frau T-Shirt? Ich habe T-Shirt irgendwo. Das ist aber nicht Frau T-Shirt, ist Mann T-Shirt. Bin da. Kein Frau-T-Shirt. Oder meinst du, nee, du meinst das denn nicht? Na? Bin da. Sekunde. Ich bin hier alleine. Ich kann das jetzt nicht anders handhaben. Bin schon da. Allein im Laden sein habe ich übrigens auch gehasst. Das ist wieder die Was hasse ich alles Folge. Oh, der Tag ist zu Ende. Da kann ich ja ein bisschen einräumen. Hier war noch gar nichts drauf, oder? Ort. Ort und nimm das Kleid. Ist linke und rechte Maustaste. Das ist aber kein Kleid. Das mit Festhalten nehmen kann. Warum kann ich das damit dann nicht auch wieder hier reinräumen? So, mehr Platz habe ich nicht. Der kommt hier in die Warteecke. Und mein Blümchen. Kann ich mein Blümchen? Nein. Kann ich mein Blümchen? Ach komm schon. Ich möchte das. Hier ist so ein Tisch. Hier nimmst du doch auch den Tisch. Warum nimmst du hier nicht den Tisch? Nee. Hier nimmst du ja auch keinen Tisch, ne? Also Tisch ja, aber mal gucken. Weiß nicht, ob das passt. Ja, klar. Hm? Mann ohne Hose. Neuer Tag. Open bitte. Ich brauche neue. Ah, nee, noch nicht. Hose. Hose und Holzfäller nicht. Ja, das geht natürlich nicht, das letzte. Nein? Okay. Ja.
ja, Hemd wird Ihnen besser stehen, denke ich. Was heißt das? Shop-Bereich, Lagerbereich. Ich habe keinen Lagerbereich und das ist nur in der Vollversion. Was ist das? Ist dann der Laden größer? Ich meine, das brauche ich nicht. Also ich werde es nicht testen, weil wenn das das ist, dann bin ich ja erstmal viel zu groß. So, ich muss ja noch reduzieren. Huch, was ist das denn? Das meinte er. Das habe ich gar nicht gekauft. Ach, guck mal. Oh. Ja. Geh nochmal ein zu. Oh, okay. Was ist. Ich meine, er hat keine Hose an, okay, aber du musst doch nicht so nah. Entschuldigen Sie, junge Frau. Das ist nur eine Puppe. Können Sie bitte Ihr Gesicht aus... Also... Muss das sein? Ich... Ja. Huch, das wollte ich gar nicht, aber gut, bevor es auf dem Boden liegt. Sag mal, das wollte ich nicht. So. Ich brauche... Pullover. Oh. Kleid. Pullover, Kleid. Pullover, Kleid. Und das Neue und ein paar Hosen noch. Pullover, Kleid. Hosen, zweimal Kleid. Zweimal Kleid, Hosen, Pullover. Wird immer teurer hier. Pullover, Kleid, Hosen, zweimal Kleid, das Neuding. So habe ich es gesagt. Was? Stufe 5. Gibt es irgendwas? Was hier? Rennende Puppen? Nö. Oh, das gibt's noch nicht. Okay. Stufe 8. Habe ich noch nicht. Design Workshop, spezielles Design. Mhm. Oh, hallo. Wo ist das neue Shirt? Da. Gibt gerade komische Geräusche bei mir. Über mir. Aber über mir ist nichts. Außer ein leerer Dachboden. Ein hoffentlich leerer Dachboden. Nur mal gut, dass ich kein Horrorspiel spiele. Ach. Und da ja keine Musik drin ist, kann ich das alles sehr gut hören, was in meinem Umfeld passiert. So. Ja, gut, ist ja gut. Wäre doch das gleiche Kleid gewesen, oder?
Will ich nicht. Ich kann hier einfach die Box mitnehmen. Jeans, Jeans. Habe ich jetzt alles? Ja. Ist schon ein Tag vorbei? Ja, gut. Aber es steigert sich stetig. So, einen Tag machen wir noch. An sich finde ich das eigentlich ganz gut. Achso. It's open. Das ist das neue Top. Holzverleim, ja. Schon mal Hosen und Holzverleim nach rein. Komm. Entschuldigung, ich habe gerade Kaffee getrunken. Wie können Sie mich dabei stören? Frechheit. Los, mal ein bisschen schneller hier, ich brauche Geld. Next. Hat er das gerade gemacht? Das ist ja eine Frechheit. Hier hängen überall diese Kleider und der zieht meine Puppe aus. Du Perverser. Jetzt muss ich auch noch was anziehen hier. Mensch. Hätte ihn ja gerne als Kunden abgelehnt, aber es ging nicht. So, was habe ich hier noch liegen? Ich kaufe gar keiner mehr hier, oder was? Weil das daneben liegt. Was ist denn? Oh, das habe ich ja gar nicht beachtet. Und ich denke hier, die Sachen gehen so gut weg. Oh, natürlich machen Menschen sowas. Das habe ich doch vorhin noch erzählt. Wieso habe ich euch Umkleidekabinen gegeben? Hallo, können wir das nicht mal ordentlich wieder aufhängen? Zurückbringen? Mensch. So, was habe ich denn jetzt hier? Das. Entschuldigung, dauert einen Moment. So. Bisschen schneller, schließen bald. Und wehe, du machst Chaos da drin. Wehe, wo kommt die Bügel her? Also sind immer Bügel zu wenig. Ach, auch Kunden, die Bügel dann da drinnen lassen und ohne zu der in die Kasse kommen. Dann siehst du in der Kabine den Bügel und denkst dir, wurde da was geklaut? Lass die Frau angezogen.
Was liegt hier? Okay, das war's. Okay. Gut. Herrenpullover und Holzfällerhemd. Pullover, Holzfällerhemd und Kleidchen. Herrenpullover. Kleidchen. Das haben wir noch. Möbel. Ja, achso, das war's ja leider schon. Kann ich auf diese Dinger? Ne, es ist nur so ein Standding, ne? Den hole ich noch. Warten. Achso, dazu brauche ich Stufe 8. Bin immer noch bei 5. Das holen wir noch. Oder habe ich das irgendwie verkehrt rum hingestellt? Warte mal. Die Bügeldinger, die Bügel, sind tatsächlich in die andere Richtung. Moment. Nee. Ich meine, es ist verkehrt, aber kann man deswegen die Sachen da nicht drunter machen? Nee, Moment, so ist doch verkehrt herum. Es müsste andersherum. Also ich hasse das, wenn man die Sachen hier so nach hinten rausnehmen muss. Man nimmt sie von vorne raus. Aber gut, vielleicht kauft ja jetzt irgendjemand diese tollen Frauhemd. Frauhemd. So, liegt da auch. Das sind die. So, komm. Bist aber angezogen jetzt hier. Oder hatte ich ihn vorhin angezogen und irgendjemand hat ihn wieder ausgezogen? Wer weiß. Oh, der letzte passt da nicht rein, ja? Rückwärts kann ich nicht rennen, muss mich erst umständlich langsam drehen, damit ich vorwärts rennen kann. Natürlich. So. Das ist meine Lagerecke, wollte ich gerade sagen. So, bitteschön. Pullover. Eigentlich wollte ich ja Horror aufnehmen, aber ich brauche einen Simulator für Sonntag. Ich finde, das ist eigentlich ganz easy peasy hier. Und so finde ich das gut. Ich muss dich richtig kassieren. Es ist machbar. Ja. Was haben wir denn hier rumliegen? Also Kleid, da kann ich auch eigentlich aufhängen, ne? Mach das mal zur Seite. Geh hin. So. Oh, kauft auch kaum noch einer. Kann ich das eigentlich da drauf packen? Ja, guck mal. Kann ich das hier packen? Ja, das kommt noch. Okay. Dann beende ich mal eben den Tag. Das sieht doch supi aus. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier würde ich gerne Flauschis Klamotten hinschreiben oder so. Nee?
Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr noch nicht habt, ein Abo, das kostet doch nichts. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.